Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial Tipps und Tricks Video auf meinem Kanal zu Pokémon Schwertenschild, die Schneelande der Krone, die Kronenschneelande, wie auch immer du es nennen willst. Leute, aufpassen. Ich bin gerade auf der Suche nach den allerletzten Pokémon. Und mir ist aufgefallen, mir fehlt Krüppuck. Und jetzt denkst du dir, jo, dann geh halt auf den Friedhof und hol dir Krüppuck. Nee, es ist so ein dummes Rätsel. Hätte ich das nicht zufällig im Internet gelesen, ich wäre nicht darauf gekommen. Deshalb wollte ich euch das jetzt sagen und euch mitteilen. Also, du fliegst in den Schneelanden erstmal schön zum deiner Baum runter. Gehst dann den Weg nach unten und hier rechts zum Grabstein. Ja? Also ich zeige es nochmal ganz kurz, wo ich bin. Du musst ganz an die Ecke des Wassers sozusagen, hier ist das Meer. Und du gehst ganz rüber hier in die Ecke und hier ist ein Grabstein. Auf dem Grabstein stehen folgende Worte. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Wie soll ich von jemandem, der tot ist, der in diesem Grab liegt, seine Stimme in die Welt hinaustragen? Ich habe ja nur meine Stimme. Ich habe nicht seine Stimme. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Das ist das Rätsel. Und wisst ihr, wie man das löst? Ich hätte es nicht gedacht. Ich wäre von selbst nie drauf gekommen, weil ich denke, das ist ein Übersetzungsfehler, weil wenn er sagt, trage deine Stimme hinaus in die Welt, also meine, ne, deine, dann hätte es Sinn gemacht. Also Leute, du gehst online im Spiel, Online-Verbindung herstellen. Es ist so dumm, Leute. Ich wäre nie drauf gekommen, deshalb muss ich kurz das Video machen. Ich habe auch schon gezeigt, wie man übrigens Galar Lashoking bekommt, wie man die ganzen neuen legendären Vögel bekommt und so weiter, guckt euch gerne die Videos an. So Leute, wir sind jetzt online und online heißt, hier stehen fremde Spieler rum. Und davon musst du 50 Leute anquatschen. 50 Leute. Also du rennst hier rum, quatscht alles an, was du irgendwie sehen kannst, wenn du online bist. Und dann ja, wird hier ein Krüppuck erscheinen. WTF. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen rum, quatsch mal random 50 Leute an. Wie auch immer man auf das Rätsel kommen soll. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich, mit Krüppuck. Es ist dumm. So Leute, ihr seht nun, Krüppuck ist am Grabstein erschienen. Jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal schön speichern und versuchen, ihn zu fangen. Leute, das ist das schlimmste Rätsel überhaupt. Wie gesagt, wenn da stehen würde, trage deine Stimme in die Welt hinaus, würde ich es verstehen. Aber trage meine Stimme in die Welt hinaus, also das von dem Toten, macht für mich keinen Sinn. Aber eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir fangen nun Krüppuck, eins der letzten Pokémon, das mir noch fehlt. Dieses Rätsel, Mann. Dieses Rätsel. Natürlich versuchen wir es wieder mit dem guten alten Flottball zuerst, so wie auch bei den anderen Pokémon, die wir bisher gefangen haben. Und guck mal, ob es direkt drin bleibt oder ob ich ein bisschen rumfangen muss hier. Flottball, los! LOL! LOL! Ihr habt es hier live gesehen, Leute. Das passiert so oft, ne? Flottball in dem Game ist mega OP. Flottball ist mega OP. So, nun habe ich auch Krüppuck freigeschalten. Über meinen Pokédex. Geist und Licht. Ich mag Krüppuck übrigens sehr gerne. Aber dieses Rätsel ist ganz ehrlich komplett für den Arsch. Erstmal schön speichern. Wir finden jetzt nur noch zwei Pokémon, zwei legendäre, die ich mit Freunden tauschen muss. Dann habe ich alle Pokémon und dann kann ich euch sagen, was die Belohnung ist für den vollständigen Pokédex. Aber wie gesagt, wenn da steht... Ja, jetzt steht was anderes. Meine Stimme wurde erhört. Ja. Aber es war meine Stimme, die erhört wurde. Und nicht deine oder seine. Das ist für mich echt ein Übersetzungsfehler. Aber Leute... So bekommt ihr nun endlich Krüppuck für euren Pokédex. Weiß nicht, welche Nummer der hat. Wir gucken mal kurz. Nummer 47, Krüppuck, endlich gefangen nach Mimikma. Ich dachte ja, es ist ein Geist-Pokémon. Es wird am Friedhof sein wie Mimikma, aber nein. Jetzt wisst ihr, wo Krüppuck ist. Und ich wünsche euch viel Spaß damit, 50 Leute online anzuquatschen. Leute, haut halt rein, gerne abonnieren, um mich zu verpassen. Däumchen nach oben, wenn es euch geholfen hat. Und Meinungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der Playlist, mit allen anderen Tutorials. Mit Lavados und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.